Nach zwei Spielen 6 Punkte auf dem Konto, darum auch die Stimmung gut in Bremerhaven. Und die kommen Besuch aus Mannheim und die Adler noch keinen Punkt in dieser neuen Spielzeit. Dementsprechend war Mannheim auch gefordert, hier Gas zu geben. Und das taten sie auch. Arkadiusz Czapor, 8. Minute, das 0:1. Allererstes DEL-Tor überhaupt für den ehemaligen Jungadler. Trifft die Scheibe hier gut, abgefälscht noch von Georgi Sakja. Aber auch Bremerhaven, wieder ein gutes Stellungsspiel. Abpraller von Brückmann, das Friesen im Powerplay. Der Ausgleich 1:1, Alex Friesen, 14. Minute. Erster Schuss da noch gehalten von Brückmann, aber da kommt er nicht hinterher, weil Friesen da genau gut anvisiert hat. Also gute Laune, 1:1 nach den ersten 20 Minuten. Rassiges Spielchen, gutes Tempo drin, so sollte es auch weitergehen. Wir gehen ins zweite Drittel und da steht Ross Mauermann. Das 2:1, 25. Minute, Brückmann wieder geschlagen. Und auch hier wieder die zweite Scheibe, die hier vor die Kelle von Ross Mauermann kommt. Und der hat noch mal die Zeit, sich die auf die Vorhand zu legen. 2:1 und es gibt Powerplay für Mannheim. Da ist Plachter und der schlägt ein. Ausgleich. Maxwell wieder geschlagen. Matthias Plachter nach der Vorlage von Donovan mit dem One-Timer in den Knick. Da kann Maxwell nur hinterher schauen. Wieder saß jemand auf der Bank, diesmal Powerplay wieder für Bremerhaven. Und da ist Weise, das 3:2. Christian Weise steht auch hier wieder genau richtig und nimmt die zweite Scheibe auf. Brückmann geschlagen, 3:2. Gute Laune in Bremerhaven. Da kann man auch mit dem Pinguin Kralli noch ein paar Spielchen spielen und freut sich auf das letzte Drittel. Und da ist Mannheim im Scheibenbesitz. Bringt die Scheibe durch Doss, einmal rüber. Wolf und dann Schwartz. Ausgleich 3:3. Auch hier wieder Powerplay. Quote 100% bei den Adlern. Erst David Wolf und dann John Schwartz drückt die Scheibe über die Linie. Das heißt, das Spiel bekam das, was es am Ende auch verdient hat. Nämlich noch ein paar Minuten mehr. Und Thomas Popisch war gespannt auf die Overtime. Also 3:3 in die 62. Minute. Oberst setzt sich da super durch. Und da drüben steht Markus Wikingstad. Und er trifft 4:3. Deckel drauf, Wikingstad lässt die Seestadt jubeln. Aber hier nochmal der Alleingang von Obers und die Übersicht auf Markus Wikingstad, der mit dem One-Timer keine Chance für Brückmann. Und was sagt der Torschütze? Nein, was soll man sagen, ist geil, das Ding reinzumachen, auch in OT. Und schöner Pass von Obers, ja, einfach das Ding dann reinzumachen, das ist geil. Mannheim holt den ersten Punkt in dieser Saison. Doch wie ordnen Sie die ein, Dennis Roy? Ja, erstmal positiv, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Ich denke, da war definitiv mehr drin für uns. Wir müssen schauen, dass wir mehr aus der Strafbank rausbleiben, um ein besseres Spiel 5 gegen 5 aufs Eis zu bringen. Wir müssen jetzt einfach weiter an uns arbeiten. Ich denke, es war ein Schritt nach vorne heute, dass wir auf jeden Fall einen Punkt mitgenommen haben. Und ja, wir müssen aber im nächsten Spiel einfach 3 einfahren und dann immer weiter. Weiter Spurensuche bei den Adlern. Extrapunkt für Bremerhaven. Und durch diesen springen sie erstmal auf den ersten Platz.